Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Synchromaschine ist unser Thema. Synchromaschine haben wir abgehandelt. Heute kommen wir zu einer relativ wichtigen Synchromaschine, nämlich der Lichtmaschine. Okay? Oder des Glauenpolgenerators. Moderne Lichtmaschinen in Kfz sind so Glauenpolgeneratoren. Die schauen wir uns jetzt an, wie die funktionieren. Okay? Schauen wir uns an, wie die gehen. Im Endeffekt ist eine Synchromaschine, ja, nur die Bauweise ist sehr, sehr, sehr kompakt. Man hat schon eine gewisse Zeit lang gehabt, um das zu entwickeln und große Stückzahlen. Jetzt hat man das relativ gut hinbracht, muss man sagen. Ja, wie schaut das aus? Es gibt auch dieses Mal wieder eine, also es gibt eine Welle. Ja. Es gibt auf der Welle irgendwelche Schleifringe, wo die Erregung draufbringe. Ja, also Schleifringe. Da sind die Kohlebürsten. Ja. Und dieses Mal ist die Erregerwicklung interessanterweise so drauf. Ja, so. Also so herumgewickelt. Das heißt, da entsteht, ich meine, wenn das rotiert, da entsteht ja ein Magnetfeld in diese Richtung, ja, nicht, das bringt ja gar nichts, ja, das bringt ja gar nichts. Deswegen gibt es da, ich mache vielleicht mehrere Windungen, weil da sind schon viel drin, und die eine Seite ist halt auf dem angeschlossen, und die andere Seite ist auf dem Schleifring angeschlossen, das rotiert halt so mit, natürlich irgendwo mittig, das soll nur schematisch sein. Ja, wie ist das da jetzt, ja? Es sind hier Polschuhe drauf. Okay? Und die gehen da so um. So. Und da rüben ist einer. Die berühren sich hier nicht. Zeichne ich vielleicht noch etwas besser ein. Die sind aus ferromagnetischem Material, also Material, welches Magnetfelder leitet. Ja? So ist es, so schaut das aus. Ja. Und die haben immer so Klauen drauf. Ja. Also jetzt habe ich das nur, das soll jetzt praktisch die Schnittdarstellung sein. Die Welle geht da durch, die drehen sich mit, die sind da praktisch, die führen das Magnetfeld da raus. Ja. Und das sind so Klauen, die so ineinander greifen, ja, sich nicht berühren, ja, und das heißt, die eine Klaue hier, zeige ich ein Foto her, wie das ausschaut, die eine Klaue hier macht eben den Pol auf der Seite und die andere Klaue macht den Pol auf der Seite, und wenn die so ineinander greifen, dann kommt immer Nord, Süd, Nord, Süd, Nord, Süd vorbei, ja, weil da draußen ist natürlich nach wie vor der Starter, ja. Und darin liegen ja nach wie vor unsere Windungen da. Da haben wir nach wie vor unsere Starterwindungen, die da irgendwie wild. Der geht da hinten vorbei. Ja. Liegt da drinnen. Also das hier da ist die Erregerwicklung. Das sind Schleifringe, wo der Erregerstrom durch die Erregerwicklung durchgeleitet wird. Das ist die Starterwicklung. Ja. Und fertig sind wir. Ja. Fertig sind wir. Jetzt brauchen wir nur mehr eine Riemenscheibe, wo man Zahnriemen anhängen können, wo das mitgedreht wird, mit der Motordrehzahl. Wir brauchen einen Regler, ja, der uns den Erregerstrom da irgendwie leitet. Ja, das ist der Erregerstrom E, der rennt da durch.
irgendwelche Lager. Im Endeffekt war es das. Ja. Dann haben wir hier eine Drehstromwicklung, ja, erzeugen Drehstrom. Aus dem machen wir mit einem Gleichrichter, mit einer B6-Schaltung, machen wir Gleichspannung und können die Batterie damit laden. Also, ja, Clownpol-Generator. Ja, also, wie gesagt, Clownpol, weil diese Polschuhe da so clownförmig angeordnet sind, die eben das Magnetfeld rüberleiten. Schauen wir uns vielleicht eine reale Konstruktion einmal am Computer an. Ich habe da ein relativ nettes Bild gefunden. Okay, schauen wir uns das an. Ja, also Wikipedia hilft. Das ist eine Drehstromlichtmaschine. Clownpol-Generator. Wir sehen hier, das ist die Erregerwicklung. Das hier. Ja. Und wir sehen diese Clownpole, die halt abwechselnd drin sind. Und da im Starter, diese Bündel da, das ist die Starterwicklung. Ja. Da haben wir die Riemenscheibe, wo halt das mit dem Motor verbunden ist. Da hinten haben wir die zwei Schleifringe. Sehr kompakt. Ja. Und da haben wir dann den Gleichrichter. Da außen ist nachher nur der Ventilator drauf, der den Kühlstrom durchbringt, also Kühlluftstrom durchbringt. Kühlstrom. Elektrotechnik aufpassen. Kühlluftstrom natürlich. Ja. Gibt es dort und da. Lager. Und das war's. Und den Regler. Und das ist alles ein kompaktes Bauelement. Und das kann ich irgendwo anbringen an meinen Motor. Ja. Drehstrom-Lichtmaschine. Und ein paar Klemmen. Ja. Die schauen wir uns jetzt da noch an. Ja, also so schaut das innen an und für sich aus. Ja, oder sehr ähnlich. Okay, schauen wir uns an, wie die Klemmen oder wie die Schaltung da drinnen aufgebaut ist, dass wir das verstehen und wie die Klemmenbezeichnungen sind. Okay? Ja, also wir sehen, die Konstruktion ist relativ übersichtlich. Wie schaut das nun aus mit der Schaltung? Nun, ich habe irgendwo meinen Generator. Ja, ich habe irgendwo meinen Generator und der hat eben diese Starterwicklungen. Die sind so geschaltet. Und das sind die U-, V- und W-Wicklung. Ja, und da kommt der Drehstrom raus. Da habe ich den Drehstrom. Und dann brauche ich natürlich irgendwo ein Gleichrichter. Gehe ich rüber. B6-Schaltung haben wir schon mal gehört. Da sind die Dioden, die aus der Wechselspannung, aus den Drehspannung eben Gleichspannung machen. Ja. Da oben, zack, zusammenbunden, Plusseiten, da unten, zack, zusammenbunden, Minusseite. Okay? Ja, da oben geht es zu einer Klemme, die heißt B+. Ja. Batterie plus. Und da unten geht es zu einer Klemme, die heißt B minus. Also 30 steht manchmal drauf und 31 sind das. Ne? Darüben habe ich aber noch mehr. Darüben habe ich noch mehr. Da habe ich auch Dioden drinnen. Das heißt, da habe ich immer die maximale Spannung von denen. Ja. Dieses Teil, das geht einmal da um. Ja. Und zwar auf eine Klemme, die heißt D+, Dynamo+. Ja. Was das für einen Sinn hat, werden wir nachher sehen. Und auf der anderen Seite gehen wir
durch die Erregerwicklung. Ja, also das ist die Erregerwicklung da. Durch. Und da gehen wir auf einen Regler. Da müssen wir irgendwo einen Spannungsregler einbauen. Ja. Der misst da die Spannung, die kommt da daher. Ja. Und das ist das Dynamofeld, heißt die Klemme da. Ja. Und da unten ist der auf der anderen Seite, ist der nur verbunden mit dem Minus. Der D-Minus. So schaut das aus. Ja. Also das Ding da ist der Regler. Der Regler schaut, dass der Erregerstrom, der da rinnt, ja, nicht zu groß wird. Ja, das, oder genauer angepasst ist, dass er das Spannungsniveau da passt, was er da messen kann. Okay? Dann die Batterie wird eben da angeschlossen, da bei dem B+, geht es zu unserer Kfz-Batterie hin. Ja, ich zeichne das jetzt einfach so ein, obwohl es mehr als B-. Da hängt die Batterie drin. Je nach Bordnetz, 12 Volt, 24 Volt, verschiedene Zellen und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Da haben wir öfter nur ein Entstörkondensator drin, ja, Entstörkondensator, also da bin ich auf Masse praktisch, ja. B- ist ja die Fahrzeugmasse. Und was hänge ich jetzt auf den D+ an? Ja, auf den D+ hänge ich an, der geht von der Batterie da weg. Da ist ein geschaltener, ja, Zündschloss. Da ist die Ladekontrolllampe und auf gehe ich auf das D+ hin. Ja. Das ist der 15er vom Zündschloss, das ist Zündschloss. So, was passiert jetzt da? Was passiert jetzt da? Zunächst brauchen wir, sagen wir, wir wollen das anlassen. Ja? Wir brauchen jetzt praktisch einen Strom. Ja? Wir brauchen einen Erregerstrom, weil sonst können wir machen, was wir wollen. Ja? Da kannst du den Starter drehen, was er will, macht nichts. Zündschloss, pack, schalt ein, schalt die Batteriespannung über die Ladekontrolllampe. Ja? Also das da ist die Ladekontrolllampe. Über die Ladekontrolllampe, da, schau da, auf die Erregerwicklung drauf. Da, also diese Dioden sperren, das heißt, da rinnt einmal nichts so. Ja? Das sind die Erregerdioden da drüben. Ja? Da. Hm. Passt. Ladekontrolllampe leuchtet, Strom rinnt darüber, durch die Erregerwicklung durch. Der Regler hat da noch keine Spannung. Ja? Oder hat da die Zündschlossspannung, ja? Und lässt halt da einen Erregerstrom durchrennen. Ja? Der Erregerstrom wird übrigens auch von der Ladekontrolllampe begrenzt. Das ist ebenfalls eine Aufgabe der Ladekontrolllampe. So, jetzt reißt der Starter das an und das beginnt sich zu drehen. Wir erzeugen ein Drehfeld, ja, also wir erzeugen eine Spannung, Back. Ja. Da wird Spannung jetzt hinausgeliefert. Wir haben hier die Spannung, die der Generator von sich aus erzeugt. Der erzeugt sich den Erregerstrom jetzt selbst, der über den Regler geregelt wird. Ja. Die Ladekontrolllampe erlischt, weil da jetzt praktisch die gleiche Spannung ist wie da drüben. Ja. Weil da diese Konstruktion und diese Konstruktion, das schaut ja gleich aus. Ja. Das schaut ja gleich aus. Die Spannung da drüben und die Spannung da sind gleich. Jetzt leuchtet die Ladekontrolllampe nicht mehr. Das ist der Grund, warum die Ladekontrolllampe ausgeht. Okay? Gut, und da rüben, das ist jetzt praktisch nur mehr der Gleichrichter. Ja, also das da ist der Gleichrichter, Brückengleichrichter, Vollbrückengleichrichter, B6-Schaltung.
Gleichrichter. Und der macht halt da die entsprechende Spannung. Passt, oder? So einfach ist. Was sind jetzt die Klemmen da, oder? Jetzt habe ich da schon B plus und so weiter geschrieben. Nun, wie man es verschaltet, habe ich an und für sich schon hingeschrieben. Folgende Klemmen sind an und für sich definiert. Das ist das B plus. Das ist auch oft der 30er, ja, Batterie plus. Da kommt der Ladestrom raus. Ja. Dann der B minus. Das ist der 31er. Das ist Batterie minus gemeinsame Masse. Okay. Dann haben wir noch ein D plus, der da. Das ist der 61er oft. Ja. Das Dynamo plus heißt das. Da schließen wir die Ladekontrolllampe an. Die Ladekontrolllampe ist aus dem 15-Anschluss vom Zündschloss auf dem D-Plus von der Lichtmaschine. Okay? Ja, dann gibt es hin und wieder, gibt es da noch da einen W-Anschluss. Ja, W, Wechselspannung. Zur Drehzahlmessung. Insbesondere bei Dieselmaschinen, der keinen Zündimpuls haben, wo ich den Zündimpuls bei Benzinmotoren wird oft der Zündimpuls, die Drehzahlmessung verwendet, und da nehme ich halt die erzeugte Wechselspannung des Generators, okay, der Lichtmaschine. Ja, Wechselspannung, dann die Dinge sind hin und wieder herausgeführt, ja, D minus, ja, Dynamo minus, und das DF, Dynamofeld. Hin und wieder gibt es die herausgeführt. Ja. So schaut's aus. Ja. Das ist also der Clownpool-Generator, und so ist er verschalten. Als Lichtmaschine praktisch das Standardteil heutzutage. Gibt es relativ leistungsstark. Ja. Also modernen Motoren, modernen Kfz haben die 3 Kilowatt oder so. Und bei 12 Volt, 3 Kilowatt, gell, da rinnt schon ein bisschen was. Ja, also die können ziemlichen Strom daraus fahren, diese Dinge. Ja. Gibt sogar bis 1000 Ampere. Wahnsinn. Kiloampere. Lichtmaschine. Clownpool-Generator. So, mit dieser Anwendung der Synchronmaschine beenden wir das Thema Synchronmaschine. Okay. Synchromaschine ist beendet. Ich denke, für uns reicht es, dass wir, weil, wie gesagt, wir sind Maschinenbauer und keine Elektrotechniker. Man kann sich da natürlich noch hineinsteigern, wenn man will. Ja, und das nächste Thema, was uns ins Haus stehen würde, wäre über Antriebe im Speziellen zu sprechen. Oder im Allgemeinen. Eigentlich im Allgemeinen. Ja, also wir sprechen über Antriebe im Allgemeinen. Das wäre das Thema der nächsten Serie an Videos. Jetzt haben wir verschiedene Antriebe kennengelernt. Serie über Gleichstrommotore, über Asynchronmotore, jetzt über Synchronmotore. Jetzt wollen wir diese als Antriebe kennenlernen. Und was ist dabei zu beachten? Gibt es eine eigene Serie an Videos? Muss man sich nicht ansehen? Kann man aber. Ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.